Ah, eine ganz neue Gegnerart. Ich bin gespannt. Ist es voll? Du bist so gut wie tot. Okay. Wartet mal. Abaton, komm her. Ich will euch einfach nur zeigen, warum ich dieses Monster so liebe. Er ist übrigens einzigartig. Also Abaton hier. Wir würden ihn später nirgendwo wiederfinden. Insofern werde ich ihn auch mit keiner anderen Kreatur mixen. So ein reinblütiges Monster ist doch immer noch was Schönes. Abwehr. Und zwar ist das jetzt ein Feuermonster. Wir sind Wasser. Dass Wasser gegen Feuer erhöhte Chancen hat, muss ich glaube ich nicht erklären. Aber inwiefern sich das auswirkt, seht ihr darin. Und weg bist du. Diese Hornattacke ist einfach nur immens. Und sie wird von Level zu Level natürlich stärker. Nachher können wir wahrscheinlich ein Viertel der Gegner einfach so mit diesem einen Schlag wegpusten. So, warte, erstmal die Wissenstafel, danke. So, jetzt werde ich dich aber fangen. Weil ich noch nicht gezeigt habe, wie ich ein Monster der Art fange, mache ich das jetzt. Also werde diesen Kampf nicht auf Screen laufen lassen. So, dann schlage mich bitte. Ich glaube, es lohnt sich hier gar nicht, Apatron zu holen. Vor allen Dingen, weil der ihn mit einem Schlag möglicherweise jetzt schon töten würde. Und ein totes Monster kann man nicht mehr fangen. Insofern. Bams. Noch 8. Warte, du hattest eben 16, jetzt hast du 8. Es kann sein, dass ich mich irre, aber normalerweise, wenn ich dich jetzt nochmal schlage, bist du tot. Deshalb probiere ich erstmal, dich zu fangen. Alles klar? So, dann halte nun bitte mal ganz ruhig und lass dich einfach nur fangen. Wehr dich gar nicht dagegen. Du wirst ein tolles Leben haben unter meiner Führung oder so. Ich weiß gar nicht, was du dagegen einzuwenden hast. Hör einfach mal auf die schöne Melodie und Leute, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix, glaubt mir. Oder? Nein. Verdammt. Okay. Einfach hoffen, dass er nicht stirbt. Das war knapp. Der Schaden ist teils zufallsberechnet. Ich meine, das sieht man daran jetzt schon. Und dieses Mal sollte es klappen. Ich meine, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. So, dann möge dein Feuer nun erlöschen. Es ist auch möglich, dass Gegner mit nur einem Leben dem Fang widerstehen, aber die Chance ist halt sehr gering. Mir passiert es verdammt oft. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so ein Fall ist. Nein. Ich würde sagen, ich habe dich. Du, 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 du. Irgendwie ein Ohrwurm. Fangstufe 3. Herzlichen Glückwunsch. Lag da was? Egal. Es kann hier immer vorkommen, dass irgendwo was liegt. Und wir werden vor zwei Wege gestellt. Ich wollte diesem Kampf ausweichen. Wenn man einmal entdeckt wurde, kann man immer noch den Rückzug antreten. Ob das klappt oder nicht, hängt vom Level ab und anderen Faktoren. Hier hat es jetzt glücklicherweise geklappt. Ich habe nämlich gerade überhaupt keine Lust, noch einen Kampf gegen dieses Monster zu führen. Okay. Eine dunkle Höhle. Eine Unterführung praktisch. Ah, und eine neue Gegner. Das ist keine neue Gegnerart, oder? Das sind dieselben wie eben. Warum passiert mir da? Nein, das ist wirklich eine neue Gegnerart. Das gleiche wie die Wasserwesen eben, nur in Feuerform. Lass mich raten, wahrscheinlich eher angriffslustig, aber einen Angriff werde ich überleben. Okay, mach deinen Angriff. Och nö! Okay, eng war's, knapp war's, aber wir haben es doch noch geschafft und wir fangen ihn. Ich habe einen Pokéball in meiner Hand.
Das Spiel bedient sich wirklich sehr an Pokémon. Es klaut im Prinzip einen Großteil des Konzepts. Warum ich es trotzdem mag, ist die Story. Und von der haben wir noch nicht allzu viel gesehen. Es ist wirklich kein Spiel für Leute, die Texte und so weiter, Dialoge einfach wegklicken. Die werden hier wahrscheinlich nicht ihre Freude finden. Aber ich schon. Und ich bin Egoist und darum geht es mir. So. Wissen 3 aufgenommen. Ja, es ist toll. So, lauf vor mir weg. So ist es schön. Komm her. Am Rand des Screens. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Oder warte, ich zeige euch nochmal, wie geil Apatron einfach ist. Ich werde beide seiner magischen Angriffe zeigen, wenn der Gegner den ersten überlebt. Oh, hat er nicht getan. Schade eigentlich, ich wollte den zweiten nochmal zeigen. Der ist aber nicht so stark. Werde ich beim nächsten Gegner tun. Das bietet sich nämlich gerade wirklich an. Wartet mal. Das wäre nicht so toll. Wie geht das? Wir können uns außerhalb der Kämpfe... wir können natürlich auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände anlegen. Im Moment haben wir nur das hier. Jägerohrring, Tränenries. Krugwurz. Damit können wir uns außerhalb von Kämpfen und während Kämpfen heilen. Okay. Kampf beginnt. 2, oder? Ja, ich wusste es. Luft. Das heißt, die stehen Apatron im Prinzip neutral gegenüber. Nicht unbedingt schlecht. Erstmal zeige ich das hier. Auch wenn es leider jetzt sehr viel Mana verschwendet, bei wenigem Schaden im Vergleich zur Hornattacke. Und der arme Apatron jetzt ein bisschen verletzt werden wird. Spezial. Das da ist einfach immer noch perfekt. Bam. Obwohl das jetzt kein Feuergegner ist, eine Menge Schaden. Man sollte dieses Vieh hier wirklich nie mit irgendeinem Monster kreuzen. Es bietet sich... Es bietet sich einfach nicht an. Okay, tu du mal deines. Eines sollte ich eigentlich fangen, aber... Zuerst mal werde ich es mit Apatron schwächen. Ich glaube, die Erfahrungspunkte werden dann aufgeteilt. Während ich abwehre, regeneriert sich mein Mana. Das ist im Moment die schnellste Methode, dem sinnvoll Schaden hinzuzufügen. 12. Spezialwasserangriff. Bams. 14. 14 von 30. Gott. Hält's aber viel aus, oder? Dich werde ich definitiv in meinem nächsten Kreaturen-Inventar dabei haben. Herzlichen Glückwunsch. So. Fangen. Wir haben 10 leere Kokons. Ich glaube, nein. Wir dürften 5 davon voll haben. Ist blöd, wenn die voll sind. Da muss man nämlich immer zurück nach Syrus. Um sie wieder aufzufüllen. Werde ich aber dieses Mal wohl nicht machen müssen, denn wir sind praktisch schon fast am Ende des Käferwaldes. Der Käferwald ist wirklich sehr kurz. Ein Großteil des Spiels ist sehr kurz. Die Wälder selbst sind sehr kurz. Der Hauptteil ist wirklich die Story, die auch total empfehlenswert ist. Ja, Erfahrungspunkte werden aufgeteilt. Wir haben 5 leere Kokons. Der Schlüssel. Na, verdammt, ich komme hier nicht. So, dann komm du mal her. Verdammt, er will nicht. Ah, doch. Na, nein. Nein. Wir sehen uns gleich wieder. Was? Da stand nur einer.